Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben zusammen, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Solange ich mische, ich möchte eine Legung mit gesprungenen Karten verschenken. Den Kommentar dazu suche ich mir selbst aus. Lasst euch irgendwas einfallen, was mich beglücken könnte. Ich kann es gebrauchen. Und ja, ich markiere dann die Person, für die ich mich entschieden habe. Ich denke mal, bis zum Montagabend, 19 Uhr, habt ihr die Chance. Und ja, was gibt es sonst noch? Wie immer wisst ihr, dass ihr noch dranbleiben könnt für eine kleine Botschaft nach dem Orakel. Wie geht's mir? Diese Woche war nicht meine. Ich bin viel am Grübeln, wie alles weitergeht, und ich merke, dass ich es nicht kontrollieren kann. Und es ist ein schwieriges Thema für mich, da die Kontrolle abzugeben, aber ich schaff's irgendwie. Ich habe oft schlecht geschlafen, ich habe oft Kopfschmerzen gehabt, aber nichtsdestotrotz versuche ich immer das Beste aus allem zu machen. Dann nochmal an alle, vielen Dank für jeden Kommentar, damit hilft ihr mir weiter, die Legungen kriegen eine andere, wie nennt sich das, Reichweite, je mehr darunter los ist. Und auch tatsächlich danke für jeden Super Thanks Button. Ihr drückt den sowohl hier als auch auf meinem Zweitkanal ziemlich oft. Es freut mich. Und auch für alle Spenden bei PayPal und so. Es ist jetzt diese Woche mal vorgekommen, oder es ist schon mehrmals vorgekommen, dass ihr mir an eine E-Mail-Adresse PayPal Geld schickt, mit der ich nicht angemeldet bin. Der PayPal-Link, der richtige, ist unten in jedem Video oder aber auch als Link irgendwo hier zu finden. Da müsst ihr nur drauf drücken. Das andere ist meine private E-Mail-Adresse. Mit diesem Konto bin ich nicht angemeldet. Nur damit ihr das wisst. Das Geld kann ich dann also nicht annehmen. So. Vielen Dank an alle, auch die ganz treu sind, die meinem Member-Bereich still warten, bis ich mich wieder mal melde. Danke dafür. Und auch auf dem anderen Kanal in diesem kleinen Freundesbereich mit drin sind. Das ist mir sehr wichtig und das ist sehr loyal von euch. Und jetzt legen wir los. Es geht um Nachrichten. Viel Nachrichten, viel Kommunikation. Es geht darum, aufzuklären. Oder auch, ja, da können Gespräche sein. Da muss man erst mal sortieren. Da wird man vielleicht irgendwo im Nebel stehen gelassen oder man fragt sich, hä, was soll denn das jetzt heißen oder sein? Diese Nachrichten sorgen am Ende auch für ein bisschen eine kurze Zündschnur oder für einen Konflikt. Sie kann aber auch so sein, dass man da, ich sage mal, mit einem Konflikt klären kann. Also über die Kommunikation Konflikte klären wäre hier eine Möglichkeit. Mal wieder legt sich das Schicksalskreuz ins Haus des Lebens rein, ins Haus des Baumes. Für mich sind das alle Lebensthemen, die sein können. Das Leben spricht mit uns, ja, spricht mit uns. Hier liegt die Kommunikation. Möglicherweise knallt es uns auch Dinge um die Ohren, die wir nicht so gerne hören oder wo wir tatsächlich erstmal sagen, puh, was soll das jetzt, ne? Das kann auch dieses klassische Aneinander vorbeireden sein oder ja, dass man irgendwie nicht so richtig den Durchblick hat, wie etwas gemeint wurde. Anstatt dann zu fragen, ne, wie hast du das gemeint, lässt man vieles auch so stehen. Da ist man oft selbst dran schuld und überlegt dann rum, wie war es gemeint. Die Lösung könnte hier schnell da sein, wenn man nachfragt. Möglicherweise hat man hier auch dieses, ja, ich sag mal, Ding, dass man sich zurückziehen will. Wir haben den Turm bei uns im eigenen Haus drin. Man hat vielleicht auch das Gefühl, dass man vieles alleine wuppen muss oder fühlt sich irgendwo alleingelassen. Ich habe aber das
eher so, dass man sich gerne zurückzieht. Ne? So, dann habe ich hier Freundschaften angezeigt. Das kann hier auch sein, dass man sich so ein bisschen mit Leuten, die einem wichtig sind, austauscht und dann vielleicht hier irgendwie auch Missverständnisse hat. Die, die hier liegen, die haben selber was zu klären und ihre eigenen Konflikte und wir auch, und so kommt es irgendwie zueinander. An sich ist es auch so eine Woche wieder, wo wir Seelengefährten-Thematiken haben, wo Menschen, die uns irgendwie wichtig sind, uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Und wo man vielleicht auch wieder so mal ein Treffen organisiert mit jemandem, den man längere Zeit nicht gesehen oder gesprochen hat. Und es kann ja auch sein, dass es zu Absagen kommt, ne? Dass man erst zusagt und dann absagt. Warum auch immer, weil etwas dazwischen kommt. Das Treffen liegt im Haus der Umwege drin. Ja, also hier ist so auch so dieses, man sagt etwas ab. Auf jeden Fall mit dabei. So, dann habe ich uns selber im Haus des Neubeginnes drin. Wir haben hier sogar im Kopf, dass das Leben uns so manche Aufgabe oder Herausforderung mitbringt. Möglicherweise denkt man hier speziell an ein eigenes Kind, das versucht, einen anderen Weg zu gehen, oder an eine Person, die einem sehr wichtig ist. Man macht sich Gedanken, ja, um das Leben und um die anderen. Und man zieht sich dafür zurück. Ja, man hat so dieses Gefühl, Decke über den Kopf, Welt aus. Ich sehe eine sehr gute berufliche Energie. Wir haben die Berufskarte im Rücken hängen. Das kann sein, dass wir irgendwie etwas, was uns unruhig gemacht hat, im beruflichen Bereich überwinden. Das Thema Berufung spielt eine große Rolle. Arbeitskollegen könnten da auch große Spiegel sein. Menschen, mit denen man vielleicht mal was zusammen gemacht hat, die jetzt eher so weggehen oder aus der Situation rausgehen. Die Selbstständigen haben hier auch eine schöne Energie, ne? Die Sonne, der Turm, Arbeit, die zu tun ist. Und die Sonne liegt hier noch auf dem Haus der Ruten drauf. Die Ruten liegen oben drüber. Also hier scheint feurige Energie unterwegs zu sein. Aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, etwas für sich einzustehen, ne? Zu sagen, hier, das brauche ich für meine Stabilität. Da kann ein anderer sagen und machen, was er will. Sich das so, sich streitbar machen für irgendwas, was einem sowieso zusteht. Ich habe diese Woche, wir hatten es jetzt schon eine Weile wieder nicht mehr, die Verbundenheit oder die Angebundenheit an ein persönliches Krafttier oder auch den Geistführer, was auch immer ihr da für Verbundenheiten habt, sehr nahe. Ja. Die Beziehungskarte, die liegt ja auch unter diesem Aspekt der Kommunikation, die vielleicht so ein bisschen Kräftemessen mitbringt. Ne? Da geht es um deine Größe, da geht es um dein Leben und da geht es um das Leben des Gegenübers. Hier liegen sehr viele Triggerpunkte auch. Kommunikation, die ihr schon mal gehört habt, von jemand anders, von der Vergangenheit. Verletzende Worte. Jemand, der euch vielleicht auch geschmälert hat oder irgendwie klein gehalten hat. Das kommt hier so ein bisschen nach oben. Das könnte der Trigger sein. Und hier steht man eben auch für sich selbst und seine eigene Größe ein. Was hier auch sehr schön ist, der Sarg liegt im Haus des Sarges. Das heißt, es wird auch irgendetwas beendet, das zäh und stagnierend war und vielleicht auch mal wieder was gesprochen, wo man dazu geschwiegen hat.
Die Herzensangelegenheiten kommen hier in Bewegung. Es geht um das Thema Freundschaft, Treue, Loyalität, deine Werte, die Werte der anderen, das Getragensein im Leben, Nähe- und Distanzthemen, sehr vieles, jetzt schon, was um uns rum liegt. Eigentlich möchte das Kartenblatt, dass in unseren Herzensangelegenheiten die Sonne aufgeht. Aber wir haben hier so unsere Zweifel mit an Bord und es können hier so ein bisschen schicksalshafte Themen sein. Aufgaben, die uns geschickt werden, um vielleicht auch uns selber wieder mehr der Selbstliebe hinzudrehen, auf uns selbst zu besinnen. Und es gibt hier Veränderungen, die zur Klarheit führen, auch vor allem auf dem kurzen Weg und hier oben noch in allen verbindlichen Verträgen, alles, was man so in Verbundenheit um sich herum hat. Hier liegt der Klee im Haus der Störche drin. Das heißt auch, dass es hier Möglichkeiten gibt, Dinge auf dem kurzen Weg gut zu drehen. Wir haben hier die guten Nachrichten, trotz dass man vielleicht im Ungewissen stehen bleibt. Ja, und jetzt kommt was Blödes. Ich sage es trotzdem, ich hatte erst den Kommentar gelesen heute oder die Tage. Kein Mensch kann das mehr hören mit den Schattenthemen und den Blockaden. Ich weiß, mir geht es selber so, aber ich übersetze eben, was da liegt und man kommt immer im Leben wieder an seine Grenzen. Hier habe ich jetzt was Doppeldeutiges, ne? Emotionen, die im Haus der Hindernisse liegen und die Hindernisse von außen noch nebendran. Hier hat man mit sich selbst zu tun, man guckt hier seine eigenen Lebensblues-Themen an und dann kommt auch noch das Außen mit hindernden Einflüssen. Und darum liegt ja auch das Schicksalskreuz. Also eigentlich geht es darum, dass wir hier Blockaden lösen können und uns ein eigenes Fundament erbauen, auf dem wir emotional gut stehen. Das kann auch so ein Thema sein, dass wir abgefragt werden, wie sieht es denn aus, wo kannst du denn vor Anker gehen, ne? Kannst du dein Bötchen anlegen, in Ruhe sein, ausruhen. Und es geht um Dinge, die auch sehr viel Energie kosten, immer wieder, um sie auszutragen. Die genesende Energie ist hier sehr gut. Genesend heißt natürlich auch, ich erkenne etwas, ich lasse das zu, dass ich irgendwo genese. Das heißt aber auch manchmal, ich muss mich von anderen wegdrehen und auf mich selbst besinnen. Hier ist eigentlich nicht gewollt, dass wir uns zurückziehen, ne? Sondern hier ist gewollt, dass wir anstatt zu mauern, nach außen gehen und trotzdem sehe ich diese Tendenz dazu, weil sie eben auch alt ist, ne? Für viele. Man reagiert so, wie man es gewohnt ist und wird es mir zu viel, ziehe ich mich zurück. Und hier sagt es halt, nee, lass mal raus, ne? Zeig jetzt mal nach außen, was hier los ist oder teile dich mit, kläre mal auf, was hier Sache ist. Wenn wir etwas entscheiden müssen, dann kann es hier sehr schnell in eine andere Richtung gehen. Wenn hier der Sarg im Haus des Sarges liegt, hört sich immer so ein bisschen blöd an und etwas, was stagniert, losgeht, dann kommt eben unter anderem auch die Plötzlichkeit mit. Und was ich hier auch speziell habe, hier sind speziell die Dinge, die einen Liebesblues machen, ne? Da überlegt man sich, wird man geliebt? Wo gibt man die Liebe selber hin? Wo ist man verletzt? Wo ist man Wege eingegangen? Wo hat man faule Kompromisse gemacht? All das. Man kann ja auch sehr rasch mit einem Familienthema in Konfrontation kommen. Das kann sein, dass man so über Verluste nachdenkt, die man da schon erlitten hat oder überall da, wo eben viele Personen, die um uns rum sind, mit einem Thema haben. Ja, und es ist irgendwie drauf ausgerichtet, auch langfristig, dass wir hatten das doch am Dienstag, ne, dass das Beziehungskonstrukt angeguckt wird und hier ist es so ein bisschen ähnlich.
Wenn ich sage, das Beziehungskonstrukt, dann verstehen das viele immer so, dass man das mit einem bestimmten Menschen hat oder nur mit dem Partner. Aber für mich ist das Beziehungskonstrukt ein Konstrukt, das hat man mit seinem ganzen Umfeld, mit seinen Kindern, Freunden, überall da, wo man Verbundenheiten pflegt. Und da wirken die Verbindungen halt. Und manchmal fragt man sich halt selber, wo möchte ich denn hier mich selbst sehen? Wir liegen im Haus des Neubeginns und der Neubeginn liegt bei uns im Haus der Herzensangelegenheiten und wir gucken auch noch drauf. Die Sehnsüchte werden hier angezeigt, ne? Im Bereich Beziehung, Verbindung, aus den vollen Schöpfen, sich angenommen fühlen. Die Reihe hier ist sehr schön, ne? Also hier kann man tatsächlich mit guten Nachrichten rechnen, die allerdings Klärungsbedarf mitbringen. Und man hat hier auch schon sehr viele Lektionen gelernt, Prüfungen überstanden und so weiter. Das Außen ist für uns sehr wichtig die nächste Woche. Das heißt, hier sind sehr viele Themen, die gehören uns nicht. Die können wir auch nicht kontrollieren. Das sind Themen der anderen oder Themen aus dem Umfeld, die hier auch mit dem Schicksalskreuz und dem Mond irgendwas in uns auslösen, das uns ein bisschen stressen könnte. Das Gegenüber liegt hier im eigenen Haus drin. Zunächst mal so ein bisschen ein guter Platz. Es denkt hier nach über Beruf, Häuslichkeit, Rückzug, über uns, über Kinder, über ziemlich vieles. Hier vielleicht auch über Finanzen. Ich sehe hier auch Konflikte mit dem Thema Geld, könnte aber auch unser Gegenüber oder unsere Kinder betreffen. Und sehr viele Nachrichten auch, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Hier liegt es eigentlich wunderbar hier unten, ne? Das, was uns das Außen hier aufzeigt, was durchaus auch so ein bisschen aufwühlend sein kann, weil man einfach auch auf sich selbst sieht und man sieht, was man alles verpasst hat oder wo man vielleicht einen Weg genommen hat aus Bequemlichkeit, wo man mächtig draufgelegt hat. Und das ist nicht so schön, aber letzten Endes dient es ja auch, diese Einsicht zu haben, für die Zukunft etwas zu ändern. Das sehe ich bei uns. Es geht um das Stabilisieren von Geld, um Themen, wo man vielleicht auch finanziell nicht einer Meinung ist. Es liegt hier an sich über den Beruf, über Ämter und Behörden, über die Selbstständigkeit. Und ich habe hier im Berufshaus Wege aus Blockaden, ne? Umwege, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Kann hier sein, dass es ziemlich schnell und überraschend kommt, ist hier aber ein Weg, der auch für die Zukunft sehr viele Blockaden löst oder eben längerfristig eine gute Energie mitbringt. Schicksalshafte Erfolge auch, schicksalshafte Wege, Wege, die uns schicksalshaft neue Türen öffnen. Das habe ich einmal hier und einmal hier. Und eine Phase, wo man vielleicht auch Sicherheit und Unsicherheit verspürt, also dieses gewisse, wann fühle ich mich denn safe im Leben und wann nicht. Mit was hat es zu tun, mit was steht und fällt meine Welt? Hier könnten es die Finanzen und der Beruf sein oder das Umfeld, ist für jeden etwas anderes. Die Personen gucken hier in unterschiedliche Richtungen. Jeder versucht irgendwie sein eigenes zu klären oder auch hier mit den Finanzen zu jonglieren. Bei uns mehr sind es die Dinge, die uns am Herzen liegen, die Liebesangelegenheiten, all dieses. So, was dürfen wir noch wissen?
Okay, der Frosch bringt uns Erneuerung mit. Wunderbar. Der Frosch an sich symbolisiert ja durch diese Entwicklungsstadien, die er hat, auch etwas, was mit Auferstehung, Transformation und Erneuerung an sich zu tun hat. Und es passt hier auch so wunderbar. Wir liegen im Haus des Neubeginns und die Karte sagt einfach, ey Leute, es ist nie zu spät, neu anzufangen, nochmal zu beginnen. Etwas, was in der Vergangenheit vielleicht blöd lief oder nicht erfolgreich war, hat in Zukunft nicht das gleiche Prinzip. Das kann uns ganz anders entgegenkommen. Und wir können durchstarten und etwas so wie so eine Erfrischung erfahren. Was hier auch fällt, ist, dass wir halt tatsächlich Dinge mal ganz anders tun müssen. Wenn man immer das Gleiche macht, aus Bequemlichkeit, das hatte ich vorher schon gesagt, und man wird auf einmal damit konfrontiert, ne? Dann muss man auch versuchen, diese Medizin zu schlucken, dass man nämlich sagt, okay, da muss ich jetzt mal gewaltig selbst ran. Und ja, der Frosch hat hier sehr viele Bedeutungen. Er steht für Transformation, Glück und auch für ein bisschen Medizin, ne? Und die Botschaft lautet einfach, dass man alles, was man so übers Leben denkt oder wo man auch gedacht hat, es läuft hier so und so, dass man das mal fallen lässt und flexibel und bereit ist, sich selbst zu verändern. Also auch das Glück nicht von anderen abhängig zu machen oder auf andere zu hoffen. Darum kann es auch in den Konflikten gehen, ne? So, wir haben hier die Hummel, hatten wir die nicht auch vor kurzem erst, und hier geht es um Entfaltung. Man erhält neue Impulse, so ein bisschen Stress- und Aufbruchstimmung ist jetzt da und man darf für die Visionen, die man selber hat, einstehen. Also es geht immer hier um unsere eigenen Neubeginne. So, und das Brummen der Hummel bringt hier neue Schwingungen, Bewegungen, Veränderungen, Erkenntnisse. Neue Energiequellen tun sich auf. Das heißt, man findet auch Möglichkeiten, sich selber zu genesen zu lassen und zu regenerieren. Und es geht sehr viel um Herzöffnung. Und wie ihr seht, gucken wir ja dann direkt auch drauf, ne? Immer wieder spannend, das fasziniert mich selbst. Okay, hier hat man vielleicht auch so ein bisschen Hummeln im Hintern. Man spürt, dass sich etwas bewegt. Irgendwie scheint es vielleicht nicht so recht nach vorne zu gehen, aber die Hummel sagt, auch bevor es nach vorne geht, musst du dich öffnen der Veränderung. Nicht verbissen, deinen Willen durchdrücken, den Blickwinkel weiten, die Umgebung abchecken. Was ist da möglich? Das Gespräch suchen, das haben wir hier oben ja auch. Und den fruchtbaren Austausch. Hier sind sehr viele Botschaften und Hinweise und wichtige Kontakte in dieser Woche für uns. Und wir werden auf unserem Weg so geführt, dass wir ganz nebenbei zum Entstehen vieler guten Früchte beitragen. Ja, das nehmen wir doch gerne an. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wer noch möchte, bleibt noch dran. Ich drücke euch und bis Sonntag. So, zusammen, hier bin ich wieder. Schauen wir in einen kleinen Wochenimpuls noch rein. Für uns als persönlichen Input. Das dauert kurz, ihr wisst Bescheid. Unten haben wir schon mal, hey, alles ist in Ordnung, macht dir keine Sorgen, wenn es so einfach wäre, gell?
Und dann nehmen wir noch die von Nadine Breitenstein, die Sauce Seekatz. Und dann gucken wir uns das Ganze an. So, ich lege es mal richtig rum hin. Dann könnt ihr wählen. Ich nehme rechts, obwohl ich erst links wollte. So, wir haben das jetzt, den Frühling. Eine gute Zeit für die Wunscherfüllung ist hier, wenn die Blumen blühen. Das sind wir total im Moment. Und wir haben, zeige deine Individualität. Hier läuft eine Dame höchst bunt durch die Gegend und die gesteht sich das voll zu, dass man sie so sieht. Wir haben ja im großen Blatt das Außen als wichtigen Faktor, heißt, wie sieht man uns, wie nimmt man uns wahr? Und wir dürfen so sein, wie wir sind, Punkt. Ob es andere stört oder nicht, das hatten wir ja auch in der Karte. Die weiße Seele, hier gibt es uralte Wahrheit, die abrufbar ist. Es geht darum, dieses Wissen anzunehmen und die Umgebung auch damit ein bisschen zu, ja, ich sag mal, zu inspirieren. Denn wenn du jetzt zum Beispiel hier das umsetzen kannst, dass du als bunter Vogel mit aufrechtem Rücken, so wie du bist, durch die Welt gehst, kann jeder was von dir lernen, der die gleiche Resonanz hat. Dann haben wir Theresa, Zeit zum Ausspannen. Ja, du hast dich um andere gekümmert und jetzt ist es an der Zeit, für dich selbst zu sorgen. Auch das könnte so ein Thema sein, ne? Und wir haben hier den Fliegenpilz. Hole alle deine Träume ins Licht, bis du entdeckt hast, wer du wirklich bist. Also es geht in mehreren Themen darum, dass man sich nicht darin verausgabt, anderen zu gefallen oder die Pflichten auch nur zu erfüllen, die andere einem auflegen, sondern wer sind wir, wer wollen wir sein, wo geht's nicht mehr und wo muss man Abstriche machen für sich selbst, ne? Ja, guck mal, das Überraschungsei. Die Welt steht Kopf, eine Überraschung bringt eine unerwartete positive Wende mit sich. Einen unvergesslichen Tag erleben, Erwartungen werden übertroffen. Wunderbar, dieses Überraschungsei nehmen wir doch gerne in der neuen Woche. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Und ihr habt hier Schulden bezahlt. Das kann jetzt natürlich im finanziellen Bereich sein oder in irgendeinem Bereich, wo ihr denkt, oh, da und da muss ich noch was abtragen. Hier geht es darum, dass man auch Gewohnheiten oder Lasten abfallen lassen kann. Und mit dem Loslassen geht natürlich auch dieses kontrollierende Ding, das eigentlich der Wunscherfüllung im Wege steht, weil man sich immer wieder begrenzt auch, ne? Wenn wir uns nicht vorstellen können, wie oder was, dann hat man dieses gar nicht so offen, dass man auch unerwartet zu etwas kommen kann. Entspannung, das Bedürfnis nach Kontrolle loslassen und irgendetwas, was sich hier ja aus dem Leben schleicht, was anstrengend und schwer war. Guckt mal, hier nochmal Wünsche werden wahr. Mit der Wicke, bald schon wird wahr, wonach dein Herz sich sehnt. Du kannst es ein bisschen beschleunigen, indem du einfach sagst, okay, ich nehme das mal so mit. Wir haben die Herzensweisheit. Das heißt, du weißt schon in dir drin, wie du zu Wohlstand kommst oder dass du zu Wohlstand kommst. Und mit dem Efeu kriegst du hier nochmal die Erinnerung, dass alles mit allem verbunden ist und nichts ohne das andere existiert. Ich bin, ich war, ich werde sein. Hier geht es darum, auch mit etwas Frieden zu schließen. Wer nicht das so Schulden bezahlt, dann denkt man vielleicht auch über Dinge nach, die man angeblich mal
falsch gemacht hat. Und es ist dann auch gut damit, wir können es nicht mehr ändern. Und hier liegt dieses befreiende Gefühl, es loszulassen und stehen zu lassen. Ihr habt die blaue Orchidee. Eine Schönheit bewundern oder bewundert werden. Ein Geschenk von einem Herzensmenschen erhalten. Leidenschaft, Sehnsucht, Fruchtbarkeit, ein optisches Highlight in der Blüte des Lebensstehens oder Kunstwerke. Denkt daran für nächste Woche. Alles ist in Ordnung. Das müssen wir uns vielleicht auch viel, viel öfters wieder sagen, dass wir uns nicht so mitreißen lassen, wenn etwas nicht in unsere Richtung geht. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich drücke euch und wir hören uns am Sonntag.